Bushcraft kann so angenehm sein, besonders wenn du in einem Waldcamp bist, das auch eine Hütte beinhaltet. Wenn du wissen willst, was das überhaupt heißt und was das mit dir zu tun hat, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Und ja, nun stehe ich hier im Waldcamp Nummer 2 und zwar in einer eigenen Waldhütte, die wir mitten hier im Wald restauriert haben, renoviert haben und in das Bushcraft-Areal integriert haben. Bushcraft-Areal. Ich gebe da oben den Link auf das Video, das ich zuvor gedreht habe, denn es gibt ja schon das Bushcamp 1 und jetzt ist es für mich eine Freude, Bushcamp Nummer 2 zu eröffnen, nämlich diese Hütte hier. Wir gehen jetzt dann gleich durch und ich zeige dir die unterschiedlichsten Bereiche, aber eines mag ich gleich dazu sagen. Das hier ist wieder für eine ganz andere Personengruppe, vielleicht für dich, vielleicht auch nicht. Ganz kurz. Stell dir vor, du allein oder du willst mit deiner Familie, mit Frau und Kind oder mit Mann und Kind hinaus in den Wald, aber die sagen dir, es ist eh schön, den Wald, ich mag das gern, aber wenn ich schlafen gehen will, dann will ich in einem richtigen Bett schlafen und ich will so Wände haben und ich möchte ein Klo haben, wo ich mich draufsetzen kann und wo ich draufdrücke und Wasser und ich will an einen gewissen Komfort. Ich mag Wald, ich mag Feuer, ich mag irgendwas bauen, irgendwas basteln, super, aber bitte, ich mag schlafen in einem richtigen Bett. Wenn du jetzt sagst, nein, das ist überhaupt nichts für mich, dann schalt das Video aus. Wenn du aber sagst, Reini, was meinst du? Ja, 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 dann bleib dran, denn das hier ist die Lösung für dich. Du hast auf der einen Seite hier in dem Bushcraft-Areal rundherum niemand, nichts. Du bist hier wieder in absoluter Einzellage. Das nächste Camp ist Luftlinie, ja, 700 Meter entfernt. So, Luftlinie. Und du bist hier allein und hast aber trotz alledem den Wald und du hast hier die Annehmlichkeiten von einer richtigen Hütte, einer Waldhütte. Ich würde sagen, wir schauen uns das genauer an. Das war früher eine Holzfällerhütte, das heißt die Holzknechte, Holzarbeiter haben hier in der Saison geschlafen, gekocht, gegessen und die spärliche Freizeit, die sie hatten, haben sich zum Erholen, zum Kartenspielen genutzt und das haben wir neu adaptiert und für dich renoviert. Das heißt, du hast jetzt hier hinten die Küche, wo wir gerade waren, machst die Tür zu und hast mal einen eigenen Raum, eine Stube. Hier gibt es zwei Betten, ein Bett ist hier und das andere Bett, ja, das ist an dieser Stelle. Insgesamt sind 6 Personen in dieser gesamten Hütte zugelassen. Wir haben 6 Schlafplätze, dazu aber später. Dieser Raum hier bietet einerseits private Sphäre zum Schlafen und du hast hier hinten noch einmal eine Sitzgelegenheit, einen Tisch. Sehr hohe Räume, sehr angenehm. Ich finde das Raumklima auch sehr angenehm. Und ja, das gesamte Holz, das gibt schon ein gewisses Ambiente, wie ich meine. Eine Sache noch zu dieser gesamten Geschichte hier. Was es nicht gibt, ja, was es nicht gibt, das ist elektrische Energie und auch keinen Handyempfang. Etwas weiter in diese Richtung, wenn du das tatsächlich buchst, Link findest du natürlich unten, das ist eh ganz klar, geben wir dir auch die Information, an welcher Stelle das Handynetz funktioniert, damit du im Fall des Falls kommunizieren kannst. Aber grundsätzlich gibt es hier keinen Handyempfang. Und ich persönlich sehe das so, es kann mich hier jetzt keiner anrufen, also ich bin sehr, sehr gerne hier. Niemand kann mir anrufen, kann keine E-Mails checken, kein WhatsApp, gar nichts. Und genau das ist ja auch die Idee dahinter. Dass du runterkommst, dass du entspannst und dass du einfach die Natur genießen kannst, aber trotz alledem deine Rückzugsmöglichkeit hast. Und das Zweite, das fehlt, ja, das ist die elektrische Energie. Diese elektrische Energie haben wir mit Solarpanelen gelöst. Das heißt, du hast hier, findest hier auch LED-Lichter, die wir dir zur Verfügung stellen und Kerzenlicht und all die Dinge. Also das ist das Einzige, was fehlt. Aber fließendes Wasser und Warmwasser und ein Klo, das gibt's. Aber das schauen wir uns später an. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir weiter, wo du noch schlafen kannst. Jetzt bin ich sozusagen im Obergeschoss, hier unten, da befindet sich die Küche, dieser Küchenbereich und hier ja, ist noch einmal der gesamte Dachboden ausgebaut und steht als Raum zur Verfügung. Ja, was heißt das jetzt konkret? Wir haben hier ein schönes Doppelbett, dann gibt es da noch einmal die Möglichkeit zu schlafen, wenn das gewünscht ist und auch hier an dieser Stelle gibt es ein Bettchen. Der weitere Bereich hier, ja, der ist dazu da, um dich zu entspannen. Hier gibt es eine Sitzgelegenheit. Und was mir besonders gut gefällt, ja, das ist immer wieder die Aussicht da nach draußen, raus in den Wald, raus in die Natur. Und das Licht, das hier reinströmt, das gibt dem Ganzen doch ein sehr, sehr tolles Ambiente.
Ja, in dieser Hütte gibt es ein richtiges Klo und ernsthaft, das ist nicht nur einfach eine Attrappe, die wir hergestellt haben, damit wir sagen, jetzt für das Video, sondern schau mal her, da drückt man da drauf, so wie bei dir daheim, schätze ich. Nein! Ja! Das heißt, an all die Damen und Herren, die sagen, ich brauche sowas zum Überleben, ist gegeben. Und natürlich haben wir auch ein Waschbecken und auch das ist keine Attrappe, sondern kommt auch wirklich Wasser raus. Und wenn du dich im Spiegel betrachten willst, dann kannst du das auch sehr gerne tun. Nein, Spaß beiseite. Das heißt, fließend Wasser, kein Problem. Und dann hier eine ja, sehr angenehme Badewanne, wie ich meine. Auch da natürlich Wasser. Ich schalte das jetzt nicht ein. Du glaubst mir mittlerweile, so hoffe ich doch. Das hier, das ist ein ganz besonderes Instrument. Und da ist jetzt keine Milch drin, sondern das ist der Ofen, mit dem du dir dein Warmwasser für genau diese Badewanne herrichten kannst. Du hast hier Holz zum Beispiel, es wird hier unten eingeheizt, das Wasser wird heiß und du kannst es rauslaufen lassen. Und das ist schon etwas, ja, wie ich meine, ganz Cooles, ganz etwas ganz Perfektes. Und es ist hier dann richtig schön warm, das heißt, du heizst dir ein, du hast einen schönen, warmen Badezimmerbereich zur Verfügung und kannst dann hier gleichzeitig baden und an den Wald rausschauen. Ja, und wenn du kochen willst und das nicht draußen am Lagerfeuer tun willst, was natürlich auch erlaubt ist, dann haben wir hier einen richtig schönen Ofen zum Einheizen, der einerseits hier in diesem Bereich und im oberen Bereich, den ich da gezeigt habe, Wärme bietet. Aber an der Stelle kannst du natürlich auch deine Töpfe, Pfannen und Kannen aufstellen, um Warmwasser aufzubereiten, um Warmwasser, Tee, Kaffee zu kochen oder eben ja, Speisen herzurichten. Also du hast hier in dieser Hütte mal absoluten Komfort, außer Strom und Handyempfang, aber wahrscheinlich bist du eh froh, wenn du da mal nicht angerufen wirst. Und kannst dich hierher zurückziehen und in Ruhe schlafen und ein unter Anführungszeichen zivilisiertes Leben während deines Aufenthalts führen. Jetzt sitze ich wieder auf der Sonnenveranda und die ist Richtung Südosten ausgerichtet. Morgensonne und bis Mittag hast du hier Sonne. Ah, es ist jetzt Mitte Oktober, wo ich dieses Video mache. Es ist so herrlich, es ist so wunderbar. Und die Veranda, auf der ich gerade gesessen bin, ja, die ist überdacht, wie du sehen kannst. Das heißt, bei Regen, wenn es jetzt nicht absolut stürmt, aber bei normalen Regen kannst du ja draußen sitzen und trotz alledem die Natur genießen. Und genau dort gehen wir nämlich jetzt hin. Und wenn du glaubst, dass das Gehen irrsinnig lang dauert und man da sich jetzt einmal, sondern dann, zeige ich dir was. Da, da ist gleich der Wald, ja, rundherum, du bist mitten im Wald, das ist eine Waldhütte. Also du kannst hier gleich einmal in den Wald hineinmarschieren und kannst hier Bushcraft und Survival Training machen und hast auf der anderen Seite eine Hütte zur Verfügung. Das heißt, für mich jetzt, ja, ist es so, dass ich so etwas in der Vergangenheit gesucht hätte, wo ich auf der einen Seite mit meiner Familie hinfahren kann, ich sag so wie es ist, ja. Meine Frau, die Manuela, hat halt gern so ein Bett, wo man drin schlafen kann und hat das halt mit selbstgebauten Unterkünften und so weiter nicht allzu gern. Tut's, wenn es sein muss, aber wenn es nicht ist, aber ich habe das gern. Und so hat man im Endeffekt beides. Und du hast auf der einen Seite die Möglichkeit, deine Familie hier einen schönen Waldurlaub, einen richtig guten Urlaub zu verbringen, aber du kannst dir raushauen, und das kann auch umgekehrt sein, vielleicht wird der Mann drin sein und die Frau draußen oder wie auch immer. Ja. Kannst hier draußen die Natur nutzen, Bushcraft und Survival Training machen. Das, finde ich, ist schon was ganz Besonderes. Auch für Brennholz ist gesorgt, du musst es dir halt selbst klein machen. Also entweder nimmst du die Äxte, die wir dir zur Verfügung stellen, oder du nimmst deine eigene Ausrüstung mit, was ich dir ohnehin empfehle, und mal ausprobierst und mal testen kannst. Und ja, auf der einen Seite hast du es urig, aber du hast auch gleich das Material zur Verfügung. Und das ist auch ein ganz großer Vorteil, dass du hier, wenn du es willst, dir es gut machen kannst, dass du es hier gut hast, ohne großen, massiven Aufwand auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite auch sagen kannst, okay, ich will auf das hier alles verzichten und will diese Hütte nur für meine Lieben haben oder nur für den absoluten Notfall. Und ich will da rausgehen und will da draußen mein Training machen und will mir das Feuerholz selber suchen und will nicht auf das fix fertig vorgehackte und vorgeschnittene Holz zurückgreifen für den Ofen. Also beides ist möglich. Ich finde, das hat schon was. Ja, das war der Rundgang durch diese Hütte, damit du mal ein Gefühl bekommst. Und sonst bleibt alles gleich. Es ist ein richtiges Bushcraft-Areal und du bist hier allein. Und schau am besten nach unten auf den Link. Ich gebe dir den Link auf waldurlaub.at. Das ist unser neues Projekt, nämlich genau in diesem Zusammenhang. Unser Ziel ist es, hier dieses Areal Stück für Stück für Menschen wie dich
aufzubereiten, wenn ich das mal so nennen darf, dass du hier dich zurückziehen kannst, dass du hier deine wahre Natur leben kannst und ausleben kannst und verschiedenste Angebote bilden, nämlich für eine, die es wirklich hart wollen, die anderen, die sagen, ich brauche ein bisschen mehr Komfort. Und das ist unsere Vision, dass wir die Menschen wieder näher an die Natur, an den Wald bringen. Und genau darum geht es dabei. Wie gesagt, schau dir unten das Projekt an. Diese Hütte, das freut mich, ist ab jetzt verfügbar und kannst du buchen. Sei schnell, ich bin mir ganz sicher, dass es viele Leute gibt, die dieses Angebot nutzen wollen. Also schau dich einfach einmal um. Wenn du Fragen hast, dann stell sie mir bitte ganz einfach. Ich sage danke fürs Dabeisein. Dein René Rossmann. Bis bald und ciao.